So, ich bin dann schon wieder da, Leute. Ich muss noch kurz was einstellen, bevor wir hier weitermachen. Mir ist übrigens extremst warm, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall schon mal hallo an alle. Grüß Gott. Ich muss noch den YouTube-Stream starten, Leute. Bevor wir hier anfangen, komplett. Ich schwitze so hardcore, Leute. Du musst zwischendurch auf jeden Fall nochmal die Klimaanlage bei mir auffüllen. So, wie geht's euch denn, Leute? Hört gar keine Musik, das ist auch gut. So, jetzt müssen wir nur noch auf YouTube den Stream gehen. So, jetzt bin ich für euch auf jeden Fall da, mehr oder weniger. Ich muss noch mal kurz was durchschauen und dann geht's los. So, Musik hier noch an. Nicht die Musik, hier kann ich leider keine freie Musik spielen. Das liebe ich übrigens aktuell bei Kick. So. Wir spielen da weiter, Leute, bei Srino. Ja, da seht ihr übrigens, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Fünftausend habe ich die verkauft. Chillig. Für 5.000 habe ich die jetzt verkauft. Verkaufen wir gleich noch eine für 5.000. Aber erst machen wir mal die Keys. Oh, jetzt habe ich so viel Schlüssel irgendwie im Inventar. Da ist jetzt noch was gründen da. Müssen wir mal schauen, Leute. Hier, ihr seht, ich habe da ein bisschen den Zaun weggemacht. 21.000. Die nehme ich mir mal. Weil da habe ich weniger für. Sechsundzwanzigtausend. 10.000. Die tun wir erstmal da rein mit dem Holz. Und ihr seht, ich habe Bambus angepflanzt. Aber währenddessen kann ich ja mal in die Ahas gucken überhaupt. Wollte noch keiner kaufen. Ja, ich wollte mal zum Spawn. Ey, war das ein Scheiß. Das ist ja auch so ein Scheiß. Jetzt habe ich die Axt zweimal, geil. Was krieg ich beim letzten? Creeper Spawner, okay. Ach ja, ich muss noch mal die Musik anschalten.
Find's übrigens krass, dass das nicht funktioniert. Ich kann die hier leveln, sozusagen. Jetzt sind hier 4 drin. Das ist ganz cool. Aber wir wollen jetzt noch eine Schalker-Chest und verkaufen die jetzt für 6.000. Weil wofür haben wir den Scheiß? Oder sollen wir gleich 6, 7,5? Wir gehen auf 7,5, Leute. Aha. Sell. 750. Ist eigentlich viel zu teuer. Schaut mal, da kann man das machen. Warte mal, ich will mal zu 5 Löpfchen nach Hause. Das sind immer diese asozialen Moves, die ich kann. Da geht's nicht voran, da geht's aber voran. Machen wir da die Frage hin, vielleicht hilft das. Und ihr seht, aber sonst habe ich es fertig gemacht. Ich war ja heute auf Kick und live und da schon ein bisschen was gestreamt. Und ja, da ist schon das so entstanden. Heute mehr oder weniger. Ah. Und am Ende soll man dann hier so durchgehen. Und hier wirklich alles mitnehmen können. Wenn wir noch einen Fuchs, wäre es noch lustiger. Also ich brauche irgendwas, was wir jetzt verkaufen können, was wir vollautomatisch machen können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hier ist zwar ganz nett, aber ihr versteht, was ich meine. Das bringt auch eigentlich ganz gut Knete ein, so ist es auch nicht. Aber irgendwie, ihr merkt selbst, das ist schon ein bisschen abmühend. Am besten wäre halt irgendwas Vollautomatisches. So, und jetzt kann man machen Sell All Hand. Schaut mal, dafür kriege ich das. Dann kriege ich das nochmal. Und dann kriege ich das nochmal. Und dann kriege ich das nochmal. Und dann kriege ich noch ein Teil davon. Aber schaut mal, Leute, das ist doch. Das ist so easy Geld, aber es ist halt scheiße. Und wir müssen mal schauen, was man bei dem Sell noch besser machen kann. Was wir noch besser verkaufen können. Also was bringt denn noch mehr Kohle ein?
Was kann man voll automatisieren? Shop. Wir können halt eine Kaktusfarm bauen und voll automatisieren, aber ich habe darauf echt keinen Bock. Weil Kaktus ist immer scheiße. Den Rest kann man nicht automatisieren. Oh, das können wir keine automatisieren. Wir könnten Lava-Eimer automatisieren, ist aber halt nicht lustig. Und das Eisen ist halt viel zu teuer. Und den Rest könnte man davon nicht automatisieren. Gut, ein Wasserbucket könnten wir halt immer wieder bauen. Aber auch wieder das Eisen ist da zu teuer. Alles klar, da hat jemand. So. Bei Food, da bleibt nur das und das übrig. Die sind übrigens scheiße zu farmen automatisch und die bringen auch nichts. Wir können die natürlich automatisch farmen, theoretisch. Ist aber auch scheiße. Irgendwie, es gibt hier nichts Geiles, was man vollautomatisch farmen kann, was man verkaufen kann. Wir verkaufen die nächste für 8000, Leute. Oder sollen wir gleich für 10 reingehen? Lass die gleich für 10 verkaufen, oder? Cell. 2, 3. Jetzt habe ich sie für 10.000 reingestellt. Wir müssen uns überlegen. Ich habe das von mir halt das einzige, wo ich weiß, wie man es automatisiert. Und es ist scheiße zu automatisieren. Kann man eigentlich sell all? Kann man die verkaufen? Nee. Bambus kann man halt auch verkaufen, allerdings. Ist halt nicht so geil. Es ist halt, wie es ist. Leute, ich habe mir übrigens überlegt, wir holen uns heute keine Spawner mehr, vielleicht. Sondern wir behalten die Schlüssel für morgen. Naja, können wir morgen halt brutal viele Spawner hier reinknallen. Jetzt haben wir wieder Eisen. Eigentlich ist echt das einzig Sinnvolle, was wir bauen können, eine Kaktus. Aber ich sag's so, wie es ist. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf eine Kaktusfarm. Erstmal muss ich mich da wieder runterbrüllen. Das ist die mittlere Säule.
Und dann wollen wir mal hin, Scheibe. Dann gucken wir uns das doch mal an. Wir fangen einfach mal an mit einer Kaktusfarm. Was wollen wir denn groß machen sonst? Ich will sonst nichts anderes. Damit würden wir halt voll automatisch kassieren. Ja, was will ich denn holen? Torches brauche ich. Die beiden brauchen sie nicht. Ich glaube nicht, dass Licht unbedingt hilft. Da müssen wir mal gucken, wie breit wir Blech bauen müssen. Na, die bauen wir dann tiefer. Ich glaube, 5x5 muss die breit sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, so war's. Da platze ich ein, da platze ich ein. Genau. Weil mit einer Kaktusfarm können wir halt am Ende noch richtig gut auf Geld abstauben. Ist zwar scheiße wie sonst was, aber ja. Und wir sind schon wieder eine Etage tiefer. Verkaufen an der Stelle. Ja. Warum ich nur eine kleine Farm? Die wird nicht mehr lang genug durchhalten. Ach ja. Obwohl, Wasser ist noch in meiner Klimaanlage drin, aber nicht mehr viel. Ich wollte Eisen. So, dann müssen wir die gleich runterbuddeln. Das wird scheiße. Aber unten können wir dann sammeln bis zum geht nicht mehr und werden damit reich. Dann haben wir zwar hier so eine komische Farm gebaut, aber egal. Genau. Das ist die kleine Farm, die man bauen kann.
So. Oder Kaktusbot hat einfach gar kein Licht. Okay, 2 Minuten noch. Aber dafür können wir später Bambus gebrauchen, wie sonst was. Das fällt mir gerade so ein. Schön runterbuddeln. Weiß gar nicht. Wie tief geht's denn nach ganz unten? Das war eine dumme Frage. Wann erreichen wir die tiefeste Ebene? Was war das denn? So ein Riesenbanner, oder? Dann gehen wir mal wieder runter und schauen uns mal. Cool, jetzt habe ich vergessen, um das zu bauen. Weswegen ich eigentlich hochgehen musste. Das ist geil. Warte mal, was kostet eigentlich ein Plotkey? 10 Mille. Das heißt, 10 Mille müsste aber auch gar nicht so viel sein. Theoretisch. So. Wie ich mal wieder höre, setze meine Musik mal wieder aus. Ah, hier.
Zack! Da war der rote MLG. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Meilen das noch runter sind. Ich ignoriere jetzt einfach mal das, was der Admin schreibt. Hier ist unten. Bis dahin müssen wir runterbirnen. Ach ja. Ach ja. Hier sind da mehrere Admins. Normalerweise kenne ich nur zwei Admin, einen Admin, die meisten Server. Wir müssen aber noch mal ein Loch nach ganz unten bohren, ist mir gerade aufgefallen. Um unten die Kisten zu platzieren und alles. Ist mir gerade nur so eingefallen, dass ich das noch machen muss. Ja, hier. Ist schon. Kit. Spawn. Ja, ich will jetzt die Rechte dafür haben. Wie ist es? Kann ich hier Tickets schreiben? Nee. Gut, hier gibt's kein Ticket. Dass sich die Server-Teamleitung nicht einig ist. Das läuft nicht so harmonisch ab wie bei uns, wo ich der Boss bin und die anderen das zu tun haben, was ich gesagt habe.
Alles klar. Ich finde diesen Chat auch sehr, sehr schlecht. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Okay, noch ist Wasser da, aber nicht mehr, weil ich muss meine Klimaanlage wirklich mal mit Wasser auffüllen. Ach mei. Noch eine Minute. Gehen wir uns für morgen auf. Können wir alle auf einmal ein, dann freut sich der Server. So. Wie das einfach aussieht. Aber es ist halt noch so viel, was ich aushören muss. Bis ich ganz unten bin. Kann ich keinen Helm nutzen? Kann ich Plugins anschauen? Ja. Gehen sollte man normalerweise. Mal gucken, was er schreibt. Glaub nicht, dass es was gibt. Ich würde es halt echt gern wissen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Weil, Leute, ich muss doch jetzt mal ausnutzen, dass ich so groß bin mittlerweile. Verhältnismäßig.
Wie heißt der andere? Das ist Philipp Alpha. Ich sehe niemanden. Ich habe keine Antwort, Leute. Wisst ihr, was auch schlecht ist? Ah, cool. Da muss ich jetzt erstmal auf ein Ticket-System. Oh. Ich bin viel Server. Sirino. Sirino Network. Netzwerkränge. Diamond Supreme Tit Overlord. City Build. Nur mal was gucken. Weil ich glaube, ich bin. Warte mal, es gibt hier einen kostenlosen. Ich will mal was ausprobieren. Leute, ich muss mir danach erstmal anschauen, wo es hier den Support gibt. Nee, will ich nicht. Netzwerk. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Wieso gibt's eigentlich schon jeden Scheiß? Netzwerk. Ja, aber ich will doch keine Ränge.
muss mal kurz raus, Leute. Weil ich will da echt jetzt ein Ticket. Normalerweise haben die auch dieselbe Internetseite. Meistens. Discord. Ich nehme an, dass sie ein Discord-Ticketsystem haben. Ich will doch nicht in den Store. Mann, jetzt bin ich nur auf dem Store. Wie komme ich denn auf euren scheiß Discord? Da. Ich bin auf dem Discord, Leute. Wisst ihr wieso? Weil da schreibe ich jetzt ein Ticket. Cool, der Link ist ungültig. Ich gehe mal auf YouTube. Vielleicht gibt es da irgendwie einen guten Link, wo man dran kommt. Ich liege sogar mit dem fast gleich auf. Ich bin jetzt nicht sonderlich gut in Minecraft. Deshalb werde ich heute 12 Minecraft Skins. Ich würde ja ganz gern da drauf. Sind auf Twitter. Hallo Möwenscheiße. Muss da nochmal drauf, Leute. Wie hieß der? MSG-Filler. Schicken. Weil ich kann kein Ticket anders bereiten. Leute, ich will mir dort den Influencer-Ring sneaken. Hoffentlich wieder nicht so scheiße wie beim anderen, dass ich an irgendwelche Bedingungen geknüpft bin. Cool, da hat jemand das Zeug gekauft. Und schon wieder funktioniert die Musik nicht. Glaubt ihr, ich krieg den Influencer-Rang? Ein Ding aufmachen.
Ich versuche nochmal den anderen anzuschreiben. Weil, ey, das ist doch scheiße. Ich snacken einfach diesmal wirklich den Influencer rein. Aber Leute, jetzt seid doch mal ganz ehrlich. Wir könnten eigentlich schon den Influencer rangeben, oder? Mit der Abozahl, die ich habe. Der Traum, Spawner, Start. Wisst ihr, ich kann halt nicht drauf, schon auf den ihre alten Links. Die funktionieren alle nicht. Ich habe nämlich echt keinen Discord-Link. Leute, ihr müsst euch vorstellen, du wirst eingeladen, das um das zu machen, aber du hast keinen Discord-Link von denen irgendwo. Was hält ihr, Leute, wenn ich da drauf gehe? Discord? Der andere Link ist ungültig, geil. Gehe ich auf Store, komme ich aus dem scheiß Store von denen, Leute. Also der Store ist echt. Wisst ihr, da geht man auf die Startseite und man wird nirgendwo verlinkt, Discord. Nirgendwo. Und ich kann die ja nicht anschreiben. Och man, krieg ich das denn da raus? https://. Discord.gg würde ich mal sagen. /F7F. Ich hasse es. SHVB4T. Ist da kein. Hä? Was ist das denn für ein Einladelink? So. Ist doch kein Einladerling, oder? Server hinzu, selbst erstellen, Gaming. Okay, da kommt doch ein Punkt dazwischen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ist denn das Ticketsystem hier? Ich glaube, das wird nichts. Warte mal gucken, ich halte euch mal auf dem Laufenden. Es
gibt auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Nachteil vom Server. Oh, der Owner ist gar nicht da. Wieso ist der Developer eigentlich höher gestellt? Ich habe übrigens 223 Tickets schon gearbeitet. Zumindest mit meiner Größe müsste ich den eigentlich schon bekommen. Wünsch, schau mal, ich beschreibe mir meine Zeit mit dem, was du auch so gerne in deiner Freizeit machst. Nur auf meinem Server. Irgendwo Löcher graben. Übrigens haben wir die letzten nicht verkauft. Aha. Nee, die ist noch nicht verkauft. Mal gucken, ob ich da wenigstens einen bekomme. Ich kann nicht mal Leute adden. Kannst nicht die Rollen ändern, okay. Ein bisschen schlecht eingerichtet, würde ich mal sagen. Leute, glaubt ihr, ich krieg den Rang? Ich will nur den Rang haben, Leute. Jetzt, wo ich eine gewisse Größe erreicht habe, will ich nur noch ich auf kleinen Minecraft-Servern, um den Rang abzustauben, Leute. Krieg wahrscheinlich bei fast jedem Minecraft-Server. Wahrscheinlich einen Rang. Wenn man sich überlegt, Leute, ich bin ja verhältnismäßig schon groß mittlerweile. Und zumindest für neue Server bin ich verhältnismäßig groß. Glaubt ihr, ich krieg den Rang? Ich glaube, ich mache was ganz Dummes gerade eben. Ja. Ich habe es mir fast gedacht. Mal gucken, wann das Ticket bearbeitet wird. Ich bin ja nur auf Liste 200. Ich bin das 200. Ticket, Leute. Ha, geschafft. Beim zweiten Mal. Weiß nicht mal, was ich für Vorteile bekomme in dem Influencer-Rang. Ich habe einfach mal angefragt. Ich glaub, wisst ihr, was das Lustige ist? Ich stehe dann unter. Ich glaube, unter Mod stehe ich dann.
Ich bin echt für alles zu blöd, Leute, oder? Schau, ich bin da jetzt runtergefallen, Leute. Muss mir jetzt einen neuen Bucket dafür craften. Ich dachte kurz, sie hätten schon geantwortet. Ich muss übrigens, ich will das auch irgendwie einarbeiten bei uns auf dem Server. Ich weiß nicht, muss ich mal meinen Programmierer dann fragen, unseren neuen, ob der dazu eine Lösung weiß. Weil ich würde es gerne so machen, Leute, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird heute noch was. Ich sehe das schon, Leute. Gleich gehe ich, ich habe keine Lust mehr. Später sagen die, ja, deine Spielzeit passt nicht. Das, das wäre halt super lustig, wenn ich dort hier Influencer bekomme. Wäre der erste Server, wo ich Influencer habe. Neben meinem eigenen mehr oder weniger, aber da bin ich eh alle Rollen. Aber weißt du, was cringe wäre, wenn die jetzt nachschauen, wer ich bin? Das wäre irgendwie cringe, oder? Die sind gar nicht mehr so tief. Shop, sell all hand. Lot. Leute, lasst doch mal gern eure Meinung dazu da, was ihr glaubt, ob ich den krieg oder nicht. Die nicht zusammentun, Luca. Das werde ich sicherlich nicht machen. Gott sei Dank schreibt Hype. Jetzt bin ich gespannt. Wenn Hype jetzt was Falsches schreibt, dann wird er gefeuert, Leute. Dann wird er gefeuert. Ohne Witz, ich feuere Hype dann. Wenn Hype jetzt was Falsches schreibt, feuere ich Hype. Weißt du, die können ja alle selbst stumm schalten, könnt ihr die ja theoretisch, wenn ihr das nicht möchtet. Es ist jetzt kein großes Geheimnis. Weil ich werde die sicherlich nicht rausnehmen. Was erwarten die denn von mir? Eigentlich nicht. Also ich sag so, jeder Kanal, der bei mir angezeigt wird, bei mir sind eh alle auf stumm. Ich werde die nicht zusammenlegen oder auch nicht kürzen, also. Das haben so Influencer-Dinger an sich. Ich weiß auch jetzt nicht, wo da das Problem ist. Bin ja mal gespannt. Ich glaube, Hype kommt gleich. Jetzt Luca auch einfach einen Timeout geben. Weil ich werde die Server nicht zusammenlegen, Leute. Das hat einmal einen übersichtlichen Grund für alle Leute, die das wissen wollen. Weil, Leute, ihr müsst zum Beispiel so nicht auf YouTube die Glocke aktivieren, weil da stand andere wiederum.
Und ich werde ihn nicht zusammenlegen, also das könnt ihr vergessen. Ihr könnt die Server stumm schalten und dann schauen, ja. Ist euer Problem. Also eigentlich ist es nicht mein Problem. Jetzt habe ich gar nicht lesen können, wie viel Zeit ich noch brauche. Ja, aber du kannst ja auf hohe Stumm schalten. Das ist nicht mein Problem. Du darfst nicht vergessen, dass ich es auch genauso angezeigt bekomme. Und ich finde es in Ordnung. Wenn ich mir überlege, auf was für anderen Server nicht war... Außerdem viel tweeten tue ich aktuell nicht. In TikTok kommen halt immer die TikTok-Videos. Mich würde ja mal interessieren, was ist, wenn ich auf YouTube aufhöre, Shorts zu produzieren mal für eine Woche. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ihr dürft nicht vergessen, das ist in erster Linie ein Social Media Discord, Leute. Das heißt, es geht hier um Social Media Sachen. Alles rund um meinen Kanal, um meine Person. Der Minecraft Server ist nur zweitrangig später dran gekommen. Den gab es ja später, den Server gibt es schon 3 Jahre. Fast. Ich glaube, 2 Jahre gibt es den mittlerweile. Damals war der Bedarf einfach noch nicht da. Ja, und ich habe heute Bock zu sterben. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Community-Server, aber... Ja, da hatte ich irgendwann nicht mehr die Bevollmächtigung und konnte nichts ändern. Und dann habe ich den gesperrt. Geschlossen. Zumindest für mich. Also ich konnte schon so weit schließen, den Server, aber... Ich glaube, ich habe da jemanden aus der Community damals leicht verärgert. Ey, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Ach, Mann. Nö, Scheiß, ich sag's dir ganz ehrlich, es ist nicht meine Sache da. Ich krieg die Nachrichten genauso angezeigt und ich find's in Ordnung. Das informiert ja nur über meine Social Media Seiten. Weil es wurde sich häufig auch darüber beschwert, dass man nicht informiert wird, wenn da irgendwas ist oder dort. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, weil das ja ein Social Media Server ist, dass mir das ziemlich egal ist, eure Meinung da tatsächlich in dem Bereich. Nicht, dass ich irgendjemanden kränken will, aber... Ihr seid nicht verpflichtet, auf diesem Server zu sein. Niemand zwingt euch. Also könnt ihr auch selbst entscheiden, was ihr macht.
Außerdem habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass Twitch oder YouTube einem vor Ansagen, zum Beispiel von Sachen wie, wenn ich streame, gar nicht euch erreichen. Ich glaube, Discord erreiche ich euch viel eher. Dass ihr dann feststellt, oh, der ist ja da und da live. Oder der ist da, was ist was. Aber... Könnt ihr noch verkaufen? Ne, da muss ich jetzt. Aha. Sell. 100. Ach ja. Schauen die erstmal auf YouTube. Scheiße, der streamt ja auf Twitch. Ich mal kurz was nachprüfen. Ich muss echt mal Wasser auffüllen gehen in meiner Klimaanlage, Leute. Das mache ich, glaube ich, jetzt ganz kurz. So, Leute, ich gehe ganz kurz Klimaanlage auffüllen. Dafür muss ich kurz ins Bad gehen und Wasser holen. Weil die wird sparen. Da bin ich wieder. Gib ich da Wasser nach. Gib ich ein bisschen mehr Kühl ab. Ich hole mir noch was Kühles zu trinken. Vorletzte Cola, die ich noch da. Weil ich nächste Woche wieder zu Thomas Philipp würde. Da gibt es immer Süßgetränke für einen Schnapper. Hat jetzt nichts gemacht. Ach, das kann ich aber schon mal sagen. Morgen auf Kick kommt ein anderes Videogame. Also wer Bock hat, nicht auf Minecraft, morgen auf Kick streamen wir ein anderes Videogame. Wird bestimmt auch lustig. Eins meiner Lieblingsspiele, die habe ich nämlich gespielt letztens, als ich auf Twitch noch etwas anders war damals. Das ist jetzt ein gutes Jahr her, jetzt kann man es wieder anspielen, Leute.
Weil ich die echt vergessen habe, aber ich fand das so geil, das ist ein Dreiteiler, also ja. Der kostet schon ordentlich Zeit. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal spielen würde, aber hier auf auf dem, deswegen mich daran, ihr könnt euch das nämlich anschauen, schon auf YouTube. Wo ich das erste Mal durchgezockt habe, gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Das ist die Klimaanlage schon wieder ein bisschen kühler. Weil wieder mehr Wasser vorne ist, aber das wird auch sehr, sehr schnell weggehen. So, jetzt gehen wir unten erstmal verkaufen, ordentlich. Da müsste nämlich viel drin sein in Spawn tatsächlich. 4000. 300. 1,8. 800. 400. 6000. 2000. Cool. Irgendwer hat mir auf mein Ticket geantwortet. Es wird einfach nur weitergeschoben. Cool, dass mit dem Ticket noch niemand was gesagt hat. Es existiert, aber niemand hat einen Plan, wie immer. So wünsche ich mir das. Bei uns gibt es auch keinen Influencer-Rang. Einfach so hardcore lustig, Leute. Mal gucken, ob es da irgendwann eine Antwort drauf gibt. Selbst wir haben einen Social Media, glaube ich, tatsächlich. Obwohl, nee, auf dem Minecraft-Server haben wir keinen. Wir haben, glaube ich, nur einen auf Discord. Aber da hat sich, glaube ich, bisher keiner qualifiziert für.
Well, den wollte auch noch nie jemand haben. Ich glaube, bisher gab es noch nie Wünsche. Mal gucken, ob ich von denen noch mal was Gescheites höre. Nee, Leon, ich will jetzt keinen Block platzieren. Das mache ich heute Abend. So, dann gehen wir mal wieder einen Block platzieren, weil die jungen Herren sich das sehr wünschen. So wünscht man sich eigentlich Block platzieren, wenn ich der Einzige bin, der auf unserem Server chillt. Jetzt ganz tief. So, viel Spaß beim Suchen. Ich hoffe, den werdet ihr haben. Ist wieder ein paar Diamantblöcke irgendwo auf der Map versteckt. Lukas, das hast du gestern schon gefragt. Ja, es ist immer noch ein City-Bild. Meine Fresse. Wieso fragst du teilweise dasselbe, der am gleichen von... Doch, hast du. Doch, ich hab's gestern schon einmal beantwortet. Ja, das ist ein City-Bild. Ich hab's gestern einmal beantwortet. Ich glaube, das war aber dann Turbo Thorsten, der die Frage gestellt hat. Kann sein. Du weißt, ich frage jetzt auf dem City-Bild, ob ich Influencer-Rang bekomme. Aber ich muss sagen, ich bin so groß wie der Besitzer, also könnte was werden. Ein bisschen kleiner, glaube ich, als der Besitzer auf YouTube. Ich glaube, auf Twitch ist er ein bisschen größer als ich. Mal gucken, was rauskommt. Thank you.
So. Sehe ich hier immer noch so ein Scheißding aus. Nur für eine scheiß Kaktusfarm. Hier reinkommt. Weil die vollautomatisch ist und ich nicht dafür arbeiten muss. Wichtig und richtig. Kommt hier mal was anderes hin. Aber ich muss schon sagen, ich mag das Server-Team jetzt schon hier. Wir wissen nicht mal, ob es einen Influencer-Rang haben oder Social-Media-Rang. Zumindest das wäre lustig irgendwo. Macht den ganzen Scheiß nur aus Fun. Aber es ist viel cringiger, wenn die Leute dann irgendwann mal vorbeischauen. So, da fangen wir gleich an mal. Mit dem Scheiß. Zu bauen. Das wird die hässlichste Kaktusfarm, das ist aber scheißegal. Hauptsache, die bringt Geld ein. Hab mir jetzt die einfach runter. Ich glaube, ich bin mittlerweile sogar tatsächlich, glaube ich, für viele Server groß genug, dass ich den YouTuber-Rang bekomme. So. Wieso? Ey, die Musik ist ständig bei mir irgendwo auf Standby.
Das wäre lustig, wenn ich hier drauf ein Ding reinbekomme. Das Problem ist halt, ich sag's euch so, wie es ist, das könnte hier halt wirklich drauf passieren. Weil ich glaube, für die bin ich nicht mehr klein. Die bin ich verhältnismäßig schon groß. Wenn der NR-Chef auch nur so viele Abos bei YouTube hat wie ich. Ich muss mir mal später aufschreiben, bevor ich auch reingehe. So, und jetzt gehen wir in die Farmwelt. Lass uns umbringen. Genau, da sind wir ja schon richtig hier. Ach nö. Nee, da finde ich nicht das, was ich brauche. Aber da ist... Nee, das ist nicht das, was ich brauche. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob es in der AH verkauft wird. Ah, hier gibt es mehr zu kaufen. Sand? Ich glaube, ich habe es richtig geschrieben, ich weiß nicht. Was los, dummer Mensch?
Der Zombie heißt es. Das Zombie. Nee, 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 nee. Jetzt kommen wir. Glück gehabt. Fast gestorben. Das Zombie macht ja gar keinen Sinn. Junge, Junge, Junge. So, jetzt habe ich 7 Stück davon. Ich hoffe, hier gibt's. Nein, hier, wieso gibt's hier denn nie was zum Kämpfen? Wieso hat jemand hier ein Haus hingebaut? Wofür? Das snack ich mir erstmal. Ach ja. Apropos, das fällt mir mal auf. Ich muss, glaube ich, mal den Link ersetzen, den einen. Wisst ihr, ich bin jetzt in 3 Werbekampagnen, aber es kommt ja kein einziger mehr. Ich frage mich immer, wieso? Genau, ich bin 3 Stück drin. Also die eine ist noch geplant. Die beginnt erst am 26. Kopieren, wir machen mal den neuen da rein. Okay, Testanimation rausführen. So, passt doch. War da eigentlich auf eine Nacht. Warte mal, wenn man einen Spawner eingibt, welchen gibt es denn da überhaupt? Nein, nicht den. Spawner. Schau, Zombie, Blaze, Creeper. Okay, es gibt nichts Gescheites. Leute, jetzt müssen wir nur noch die Abonnenten voll machen. Übrigens, Leute, falls euch nicht aufgefallen ist, unter der Followerzahl auf Twitch ist jetzt die Followerzahl auf Kick. Das heißt, es wird jetzt euch beiden angezeigt sogar. Was ist, wenn wir in die andere Farmwelt gehen?
Mann, hier ist aber auch nichts los. Obwohl, vielleicht tauchen hier gleich Tiere auf. Ich will nur ein paar Spinnen töten. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Nur ein paar Spinnen. Bringt mir aber nichts. Wenn ich Spinnen suche. Wir spawnen hier keine Feinde. Aber ein scheiß Pferd. Aber ein Skelett. Jetzt habe ich auch noch einen Bogen. Fresh. Fresh. Ich finde noch nicht das, was ich brauche. Aha. Cell 60. Weiter geht's. Machen wir noch einen Invent. Ey, krass, ich habe jetzt hier ein Skelett gefunden. Ich will aber gar kein Skelett, ich wollte eine Spinne haben. Bei Spinnen brauche ich jetzt. Okay, da ist nichts.
Ich will auch noch ein paar Fäden. Man findet alles. Nur keine Spinnen. Selbst ein hässliches Lama, finde ich. Ich will doch nur so ein paar. Wir spawnen halt auch überhaupt nichts. Das ist eine der Fragen, die ich mir stelle, wieso spawnt hier überhaupt nichts an Monstern. Gibt's denn was im Shop zu kaufen dazu? Nee, ich nehme mal nicht an. Nee. Strings kriegst du nicht im Shop zu kaufen, obwohl es eines der wichtigsten Sachen ist. Ich kann auch nur zwei Methoden, wie du die bekommst. Ich chill hier die ganze Zeit irgendwie rum und krieg nichts gebacken. Jetzt mal no joke, was soll denn das hier sein? Ich habe ein Skelett gefunden, das war's. Gerne Gerüste bauen. Anscheinend hat ja niemand fahren. Mein Gott, dann schreibe ich schon auf. Geil, ich habe Spendenfahnen, die Spinnenfahnen. Ich könnte jetzt auch einfach jede Scheiße.
Strings war noch vorhanden auf Englisch. Cool. Kann man damit nicht. Was habe ich für die bekommen? Nee, nur einen Knochen. Ich brauche aber keinen Knochen. Ey, das ist doch scheiße. Hardware Strings. Wisst ihr, ich will ja gar nicht viel. Ich brauche vielleicht so 5 Stück. Aber du kriegst nirgendwo was. Totems nehme ich mal mit. Kann man immer gut gebrauchen oder verkaufen. Hier sind ein paar Lagerfeuer. Ein kaputtes Dorf. Schick. Hier ist halt nichts mehr. Ich suche mich wie blöd und finde nichts. Ich will halt Gerüste bauen, aber gut. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, man kann durchs Angeln, glaube ich, einen bekommen. Aber es ist unwahrscheinlich. String willkommen. Minekraft. Ich weiß gar nicht, also man kann in eine Mine gehen. Wir werden aber jetzt so schnell keine Mine bekommen. Cat! Cool, wir müssen nur eine Katze finden. Bei Fishing ist es übrigens 0,6%, dass man eine bekommt. Bei Cats sind es 16%. Und Traden, vergiss es, es spawnen ja sowieso kaum Mobs. Aber ich glaube, da bin ich hier falsch, dann gehe ich in die andere Farmwelt dafür. So, hier ist Nacht. Vielleicht kommen jetzt mal ein paar Monster raus, aber ich glaube nicht. Hier spawnt nämlich auch nie was. Nie. Könnte ich mal Strings abbauen, fällt mir drum auf. Dass man mit dem Fischen eine bekommt, ist so unwahrscheinlich. Mein Gott. Ich will nur einfache Sachen machen. Und ihr merkt schon, die Welt lädt extremst langsam. Und es wird schon wieder tags. Also wenn dann angeln kann ich ja nicht mehr. Ich habe ja nicht mal einen Faden.
Noch nicht, aber bald. Ich bin sehr unzufrieden mit der Antwort. Ach ja. Also ich kann was, wir spielen morgen Master Affection. Effekt. Auf Kick. Ich glaube, da sind wir auch der Einzige dann, der das streamt, deswegen. Warte, ich muss mir noch mal was zu trinken holen. Ich kann auch mal mein Fenster aufmachen. Weil man auch mit Sehfeld hat drin. Ah. Aber jetzt mal no joke, Leute. Wenn ich keinen Spinnenfaden bekomme, ist doch scheiße. Dann muss ich mir alles mit Holz und so einen Scheiß hochbauen. So, was machen wir denn jetzt noch die letzten paar Minuten? Weil ich höre jetzt aktuell immer eine Stunde früher auf, weil ich weiß nicht, was ich sonst noch bringen soll, großartig. Am Montag machen wir Reaktion. Stream. Also, wenn jemand hat irgendein cooles Video, was wir anschauen sollen, könnt ihr es mir gerne mal schicken. Und ich will nicht gerickt werden, Leute. Das vorweg. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Aber das hat er wahrscheinlich wieder mit seinen Bienchen beschäftigt ist. Lass mich nicht rickrollen. Und Micha, ich nehme nicht Videos jetzt aus dem Stream. Das mache ich erst am Montag. Montag mache ich immer Reaktionsstream. Ja, ja. Wahrscheinlich. Reaktionsstreams mache ich immer montags jetzt. Fürs Erste. Ich glaube, das werde ich auch bald behalten. Einmal in der Woche Reaktionsstream, auch wenn sich das ab September halt wieder Stream rauskürzen wird, irgendwie ein bisschen. Müssen wir mal gucken, wie wir das da machen. So. Morgen bin ich auf jeden Fall wieder Kick mittags, also nachmittags. Und abends bin ich wieder auf Twitch. Also das Übliche, Leute. Wir müssen mal gucken, wo ihr Videolinks später reinschicken sollt. Ich weiß, wo wir die reinschicken lassen. Gut, dann bin ich mir sicher, wo wir die reinschicken lassen später. Wo ich die reinschicken lasse.
So. Damit gehen wir jetzt auch so langsam auf dem Ende zu vom heutigen Stream, Leute. Ich hoffe, er hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch irgendwie, ich weiß nicht, heute war wieder langweilig. Ich weiß nicht so ganz. Schaut mal, hier gibt's Spinnen. Beim anderen Server gefühlt nicht. Apropos, da muss ich mal kurz drauf gehen, Leute. Ich muss noch ganz kurz was machen. Wir müssen noch einmal die Spawner lernen. Gott. Ich muss noch einmal die Spawner. Ich muss mir die mal aufschreiben. Weil wenn die morgen nicht gehen. Zwei Eisen. Golem. Okay. Einen Kuh. Kuh Spawner. Falls die morgen nicht gehen. Ein Schalker Shell Spawner. Schalker Shell. Ne, zwei habe ich davon sogar. Zwei. Drei Pick Spawner. Pick Spawner. Vier Creeper. Und eine, nee, zwei Pigment Spawner. Dafür für morgen, dann weiß ich die dann, falls die wieder morgen weg sein sollten. Dass ich die dann da hab. So. Aber an der Stelle war es das tatsächlich für heute, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Zeit und selbe Laut. Und Leute, schaut gerne mal bei Kick raus. Wir brauchen noch 70 Follower, damit ich da monetarisiert werde. Aua. Aua, jetzt habe ich mich gestoßen mit dem Scheiß. Und der Scheiß Befestigung für den Bildschirm. Aua. Bitte sag mir nicht, dass ich blute. Ich finde es aber auch gut, dass das ziemlich die Ticke dann schließt. Okay, Leute, das war's dann für heute. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut da rein. Und tschüss!